Hallo Leute und willkommen zurück hier nach ewig langer Zeit. Ja, seit mehr als 5 Monaten hier zurück bei Beast Inside. Zumindest sind es für euch 5 Monate. Und wundert euch nicht, dass ich seit der letzten Folge ein bisschen anders aussehe, weil. President Carter's speech entitled Crisis of Identity. Dieses Spiel hat Lizzie komplett alle Lebensfreude entzogen, weil es so absolut nicht das ist, was sie sich vorgestellt hat. Deswegen spiele ich das jetzt, damit wir das Projekt wenigstens zu Ende bringen können. Außerdem interessiert mich das auch so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Naja, sagen wir es mal so, es hat mich interessiert, weil das ist jetzt die letzte Folge, die ich aufnehme, interessanterweise. Weil, naja. Es gibt da eine Geschichte, die nennt sich Schatzi hat gestreamt und zum Streamende dann das Mikrofon logischerweise ausgemacht beim Rausschmeißer-Lied und dann hat das niemand angemacht. Weder sie nach dem Streamende noch ich vor der Aufnahme. Und deswegen, ja, ist diese Folge dann komplett ohne Ton gewesen, weshalb ich das jetzt nochmal neu aufnehmen muss. So, ich hoffe, ich kann mich noch gut daran erinnern, was zu tun ist. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall diesen Teil hier mit der Enigma-Maschine haben. Das ist aber gar nicht mal so kompliziert. So, erstmal ein Käffchen. Ja, lecker Käffchen. Guckt mal in die Tasse rein. Oh, guter, nichts, wie nichts aussehender Kaffee. So, also. Wie macht man das nochmal? Ja, bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen. Das Gerät muss vor seiner Aktivierung zuerst kalibriert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor. Öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite, indem Sie auf den Griff an der rechten Seite drücken. Okay, dann drücken wir erstmal auf den Griff an der rechten Seite. Open. Und dann schaue ich einmal. Ja, es nimmt auf. Sehr gut. So, dann brauchen wir. Legen Sie danach die Zylinder mit den römischen Zahlen wie folgt in die Steckplätze. 2, 1, 4, 2, 5, 3, 8, 4. Also 2, 4, 5, 8. Okay, dann haben wir die 2, 4, 5 und die 8. So. Als nächstes schließen Sie die Abdeckung. Das kriegen wir hin. Stellen Sie die im Fenster angezeigten Zahlen von links nach rechts auf die folgenden Positionen: 2, 14, 6, 22. Dies ist die sogenannte Startposition. 2, 14, 6, 22. Okay, first part's done. 2, Time to set the cogs. 14, 6, Piece of 22. cake. Now for the last step, Als the nächstes wires at the bottom. öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Geräts. Stecken Sie die Kabel hinter der Abdeckung in die folgende Position: AF, GZ, RT. AF, GZ, RT. Okay. Right, now I just have to plug that in using the A, wire F, G, Z, R, T. That's it. Now I just need to enter the password. So, als nächstes. Schließen Sie die Abdeckung. Ist schon erledigt. Führen Sie einen Test mit dem Testpasswort BP-FLUP aus. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, sollte Ihnen eine dekodierte Botschaft angezeigt werden. In diesem Fall Friday. Wenn Ihnen nach Abschluss der oben genannten Schritte nicht diese Botschaft angezeigt wird, müssen Sie das Gerät neu kalibrieren. Beginnen Sie dazu erneut mit Schritt 1. Okay, also BP-FLUP. I have to be careful. B If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. FLUP. Okay, Friday. I can get down to it. Sehr schön. Damit haben wir es richtig kalibriert. Und jetzt kann die Spionagearbeit losgehen. Beziehungsweise die Dekodierungsarbeit. Noch ein Schluck nichts. Lecker, nichts. So, Was ist was haben das? wir denn Looks hier? like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. How do I set it up? So. Roman 5:3 ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? Das How ist can I gar use nicht mal this so to set the enigma up? kompliziert.
Das ist gar nicht mal so kompliziert. Eine römische 5, eine 3 und ein ST. Und wir haben hier diese Liste, wo ganz viele römische Zahlen draufstehen, ganz viele Nummern und ganz viele Kabel. Also suchen wir jetzt einfach, wo in welcher Reihe eine römische 5 steht, eine 3 steht und ein ST steht. Da ich das schon mal gespielt habe, weiß ich, dass es die Reihe 17 ist, wo wir hier die 5 haben, da die 3 und da das ST. Das heißt, wir brauchen jetzt bei den Zahnrädern die 1, 4, 7, 5. Hallo? Ich wollte das Ding aufmachen. So. Das kommt alles raus. Also 1, 4, 7 und die 5. So. Das hätten wir schon mal. Als nächstes brauchen wir 5, 19, 3, 10. 5, 19, 3, 10. Gut, und als nächstes brauchen wir nur noch die Kabel in ST, GZ, XO. GZ auf jeden Fall schon mal. Da ist die 17. ST. ST. GZ haben wir und XO. X und O. So. Und nun müssen wir das hier eingeben. Also, ja, das ist nicht das Komplizierteste, das da einzutippen. Dann haben wir X, G, D, T, J, X, L. Ach, wirklich? Ich dekodiere das gerade schon, du Idiot. Okay, Trust No. Trust No, C-M-H, Trust No One, A-Y-N. Something's wrong. Configuration maybe? Es ist ein H. Should take a closer look at the table or password. Not like that. I think that someone used one of the configurations in the code. Ja, okay, ich muss es nochmal neu einsetzen. Nochmal komplett. D-T-J. Ach, ich muss es komplett noch... Ach ja, er hat ja gesagt, wenn man was falsch eingibt, muss man die... Halt doch mal die Fresse, du gehst mir auf den Sack, wenn ich rede. So, wir brauchen die 5, 19, 3, 10. 5, 19... Hallo? Das ist da oben. 5, 19, 3, 10. So, okay. Und jetzt nochmal. X, G, D, T, J, X, L. C, M, H, A, Y, H, M, V, Z, B, F, Y, D, N. Trust no one but yourself. Sounds ominous. Who wrote this anyway? Ich war's nicht. Also eigentlich hast du's aufgeschrieben, rechts neben dir auf das Blatt. Mit dem Stift, der da links liegt. Okay, ich hinterfrag das nicht. Unsere Kaffeetasse war auch leer. Ich glaube, der Typ bildet sich einfach Sachen ein. Fuck. Ich hau auf den Tisch. Und mach damit die Schublade auf. Du bist ein echter Brutalo, Adam. Du bist ein richtiger Brutalo. Was haben wir denn hier? Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. Tja, passiert. Hey, ich wollte es rotieren. Okay, da ist nichts. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it Vielleicht is? Auch beides. More notes from Nicholas. It okay. Hurts, so I must be alive. Damn it, I almost. Ich verspüre Schmerzen. Was bedeutet, dass ich noch am Leben bin? Verdammt. Ich hatte mir fast das Genick gebrochen. Der hat mich überrascht. Ich war überhaupt nicht... Ich war überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Aus nächster Nähe hatte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie ich plötzlich von unerträglichen Schmerzen übermannt wurde. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tiers. Diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Die Verzweiflung in seinen Augen? Hatte der nicht eine Maske aufgehabt? Wie konntest du seine Augen sehen? Naja. Ich wollte schreien, doch mir war, als hätte man mir meine Stimmbänder herausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? Tja, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage.
Und das müsste jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, gerade spielen, nachdem der Typ uns da oben runtergeschmissen hat. Ja, da ist es noch kaputt, wie man sieht. Gute Frage. Ich fülle erstmal ein bisschen Petroleum nach. So. Hallo. Was ist das? Ein Engel. Ich weiß immer noch nicht genau, warum mein Vater anfing, diese Engel zu sammeln. Ich weiß es auch nicht. Und hier weiß ich auch leider nicht, was ich alles eingesammelt habe. Original. Ob ich jetzt irgendwas zu wenig einsammle, zu viel einsammle, ich kann es leider nicht sagen. Ich hoffe, dass ich Folge 5 hier so original herstelle, wie sie eigentlich schon geschehen ist, nur ohne meine Stimme. Und mit einem Schreibfehler? Stimmt, der Schreibfehler, der war im Original eigentlich nicht drin. Aber hey, dafür habe ich im Original halt gerätselt und gesucht, welche von den Kombinationen es sei. Es ist. Und ja. Da kommen wir wenigstens auf eine ähnliche Folgenzeit. Das ist schon mal gut. Was ich nicht gemacht habe, ist in den Keller zu gehen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Weil wir damit etwas übersprungen haben. Weil wir nicht in den Keller gegangen sind. Weil wir im Keller nur rausgefunden hätten, wir kommen noch nicht in den Keller. So, was ich euch aber empfehlen kann auf jeden Fall, ist, falls ihr es nicht mehr im Kopf habt, weil es vor allem, wie gesagt, schon 5 Monate her ist. You can't come in here. Hear me, you snot. You're not allowed here. What's wrong with me? They said it wouldn't happen again. Promised, dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. Ja, schaut am besten nochmal die letzte Folge von Lizzie. Oder am besten alle 4, damit ihr nochmal im Spiel drin seid, wenn ihr euch nicht mehr richtig dran erinnert. Es kann hilfreich sein. Sag ich mal. Es kann hilfreich sein. Kaputte Uhr, die Uhr meines Vaters. Ich habe gehört, dass sie ein Geschenk war. Mein Vater hat immer wie besessen von Pünktlichkeit und war immer wie besessen von Pünktlichkeit und Ordnung. Ich habe mich oft gefragt, warum er sich die Mühe gemacht hat, eine Familie zu gründen, da wir laut ihm immer nur Unordnung und Verzögerung verursacht haben. Ich weiß nicht, wer ML sein soll, aber ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich den Tisch angerempelt habe und die Uhr auf den Boden fiel. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte erwartet, eine ordentliche Tracht Prügel zu erhalten, aber er sammelte einfach nur mit zitternden Händen die einzelnen Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Rest des Tages erfolglos versuchte, sie zu reparieren. Die Uhr funktionierte danach nie wieder, aber mein Vater hat sie nie weggeworfen. Er versuchte immer wieder, sie zum Laufen zu bringen. Es ist ihm jedoch nie gelungen. So. Gut. Nee, kann ich nicht zumachen. Ist jetzt trotzdem da in der Schublade drin. Gut gelandet, würde ich mal sagen. Sehr gut gelandet. Petroleum mitnehmen. Petroleum ist immer gut. Und was haben wir denn hier? Ein Brief von Maria. Wer ist Maria? Worum ging es hier? Welche Entschädigung? Wofür? Oh Gott, Maria. Also jetzt, wo ich das Spiel schon durchgespielt habe, weil es keine Save States gibt. Um diese Folge nachzustellen, musste ich das komplette Spiel durchspielen. Dann nochmal die ersten 3 Kapitel spielen, um diese Folge aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass mit der jetzt alles stimmt. Sonst muss man das komplette Spiel nochmal durchspielen. Wirk. Nein, eigentlich nicht. Man könnte auch auf Neustart gehen. Aber jedenfalls, ja. Im Let's Play war das doof. An Jacob Hyde. Du dreckiger Geizhals. Ist dir das Leben eines Mannes gar nichts wert? Ich habe nicht nach 5.000 oder 1.000 Dollar gefragt, sondern nur nach einer kleinen Entschädigung. Aber du bist dir zu schade, mir selbst einen lumpigen Penny zu geben. Und das, nachdem mein Mann sein Leben für dich gelassen hat. So einfach wirst du mich nicht los. Darauf kannst du Gift nehmen. Maria. Ja, und ohne zu viel zu verraten, kann ich euch sagen, wir werden Maria noch kennenlernen. Das ist alles, was ich dazu sage. Außer, dass wir sie kennenlernen werden. So, Petroleum mitnehmen. Hier noch irgendwas drin? Nö. Dann wollen wir mal da reingucken. Da haben wir noch ein paar Holzstreicher. Und ups. Und dann gehen wir mal zwischen die Dielen. Wir müssen ja hier irgendwie rauskommen. Ach ja, ich erinnere mich. Das absolut unendlich haltende Streichholz. Wir könnten jetzt, glaube ich, ja, so lange wie wir wollen. Das Geräusch gefällt mir nicht. Könnten wir hier rumkrabbeln, ohne dass wir ein weiteres Streichholz verbrauchen würden.
Und ich frage mich, was an dieser Stelle passiert, wenn man hier keine Streichhölzer mehr hat. Würde er trotzdem noch ein Streichholz anzünden können? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja? Ich habe das letztes Mal auch gesagt. Dieses weiße Ding da hinten. Das sieht nicht so aus, als würde man da hinkriechen wollen. Ich hoffe, man sieht's auf YouTube. Wir haben uns ja jetzt angewöhnt, das ein bisschen höher zu rendern, dass man... Hallo, Ratten. Junge, du bist doof. Es heißt, bei Katastrophen oder so immer mit den Ratten rennen. Da leuchten Sachen, hast du es gesehen? Das war gruselig. Die Spinnweben haben ein bisschen aufgeflackert. Ja. Ich würde da nicht hingehen. Junge, warum willst du zu ihm gehen? Nikolas, sei nicht doof. Nikolas. Au. Verdammte Axt. God damn it. I feel like this house is trying to kill me. Ja, verständlich. Ich brauche einen Dietrich. Na gut, dann brauchen wir deinen Dietrich. Ja, wie gesagt, ich wäre nicht zu dem Typen gegangen. Und kennt ihr diesen Raum hier? Hier haben wir gerade noch gesessen und an einer Enigma-Maschine ein bisschen rumgedaddelt. Okay, da kommen wir von der Seite nicht richtig hin. Dann machen wir das mal von hier auf. Nein, da ist nichts drin. Was haben wir hier? Erster Artikel über den Unfall. Ich kann mich noch erinnern, wie aufgebracht mein Vater nach dem Unfall war, als er herausfand, was George zugestoßen war. War er von Panik erfüllt. Freitag, 18. Oktober 1850. Grubenunglück. Bei einer Explosion in der Carolina-Mine Blackstone, New Hampshire, kamen drei Bergarbeiter ums Leben. Laut Zeugenaussagen konnten die Erschütterungen selbst eine halbe Meile von der Mine entfernt wahrgenommen werden. Der Knall der Explosion wurde sogar in Gebäuden gehört, deren Fenster geschlossen waren. Es ist nichts über die Ursache der Explosion bekannt oder darüber, ob sie hätte verhindert werden können. Unser Reporter vor Ort versuchte erfolglos, die beiden Eigentümer der Mine zu kontaktieren. George Whitehead war nicht erreichbar und Jacob Hyde weigerte sich, eine Stellungnahme abzugeben. Sobald neue Details zu dem Unglück ans Licht kommen, werden wir unsere Leser darüber informieren. Nehmen wir mit. Gut, da haben wir Jesus. Hallo Jesus. Da haben wir nichts drin. Haben wir hier irgendwas? Nö, nö. Holzstreicher. Sehr wichtig. Sehr wichtig, vor allem, wenn man das Spiel nach dieser Folge erstmal nie wieder anfassen wird. Also, oh Gott, eine Pistole. Wir alle wissen, was passiert, wenn man eine Pistole in einem Spiel bekommt. Sowas heißt nie etwas Gutes. Sowas hat noch nie irgendwas Gutes geheißen. In keinem einzigen Spiel war es ein gutes Zeichen, eine Waffe zu bekommen, wenn man vorher noch nie eine Waffe hatte. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Pack dieses Scheißding da weg. Ich will die Holzstreicher. Entschuldigung. Leichte Aggression. So, was haben wir hier? Die... Ach nein, ein Amulett. Sah gerade irgendwie aus wie die Uhr von oben. Ein Amulett. Es muss eins dieser Amulette sein, die bei ihren Eigentümern angeblich Reichtum bringen sollen. Mein Vater war nicht abergläubisch, aber wenn es hart auf hart kam, griff er nach jedem Strohhalm. Könnte es vielleicht dem Partner meines Vaters, George Whitehead, gehört haben? Vielleicht hat er es meinem Vater geschenkt, oder... Ach, ich weiß auch nicht. So, schmeiß mal weg. Dann sammeln wir noch die Holzstreicher und das Petroleum ein. Und dann schnappen wir uns mal die Knarre. So. Dann haben wir jetzt alles. Freunde, das war's mit dieser nachvertonten Folge. Beziehungsweise mit der nochmal neu aufgenommenen Folge. Ab der nächsten Folge ist das Let's Play, ja, komplett fortlaufend und da kenne ich dann das Ende nicht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es endlich weitergeht. Ich freue mich auch, dass es weitergeht. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüss.